Und da sind wir auch schon wieder hier beim Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Am Donnerstag veranstaltete die Gymnastikabteilung des SV BVB 49 zum 70-jährigen Jubiläum ein Sportfest für Menschen der gehobenen Altersklasse. Bewegung, Sport und Spaß für jedes Alter. Am Sonntag fand in der Sport- und Sprunghalle im Europasportpark der Landesentscheid des deutschen Mannschaftsschwimmen der Masters statt. Passend zur Rugby-Weltmeisterschaft, die gerade in Japan ausgetragen wird, lud der Berliner Rugby-Verband zum großen Infotag in die Spandau-Arkaden. Den ganzen Samstag lang konnten sich Besucher informieren, ausprobieren und Fragen über die Sportart stellen. Am Sonntag war ich mal wieder auf der Trabrennbahn Mariendorf. Der goldene Oktober machte seinem Namen nicht nur wettertechnisch alle Ehre, sondern auch der vierte Lauf der Goldserie wurde ausgetragen. Den konnte Viktor Genz mit Gustafsson BE nach einer Entscheidung der Rennleitung siegreich beenden. Und als zweites Highlight stand der Herbstpokal des VDTs auf dem Programm, den Heiner Christiansen mit Larsson mit nach Hause nahm. In 2 Wochen ist dann der Jubiläumsrenntag des VDTs anlässlich seines 125-jährigen Bestehens. Larsson, Gledder. Außen Mallory. Larsson ist vorn. Dahinter kommt Außen Mallory angeflogen und der geht auch wieder riesig spät. Larsson ist vorn. Außen Mallory. Larsson oder Mallory? Larsson oder Mallory? Larsson hat die 20.000 in diesem Jahr. Vor Mallory. Dritter wird hier Tragobanchett. Vierter Flavias. Fünfter Falco. Und Gledder ist auf einmal letzter im Ziel. Letzte Zwischenzeit 2:05. Nächstes Wochenende steht aber erstmal Handball im Doppelpack auf dem Programm. Am Samstag spielen in der zweiten Handball-Bundesliga der Damen die Spreefüchse gegen den HC Leipzig und am Sonntag in der dritten Handball-Bundesliga der Herren, da spielt der VfL Potsdam gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin. Das war's vom Hauptstadtsport TV Weekend Flashback und von mir. Wir sehen uns, ihr wisst es, Mittwoch 18 Uhr hier auf Hauptstadtsport TV.